Mann, kannst du auf zahlende Kunden verzichten? Du willst mich mit 30 Euro im Monat gerade beeindrucken. Hast du richtig? Hast du das ernst gehabt? Pass auf, nicht so da, wenn du hier mit den karibischen Zeigefinger bist du bei mir mit mir und bei meinen Angestellten auf die Ananas drückst. Verstehst du? Es gibt Unruhe. Wisst ihr, das möchte ich nicht. Dann müsstet ihr leider den portugiesischen Hauptherr auf Mecklenburg zurückstoßen. Verstehst du? Wenn du mir versprichst, dass du da ein bisschen Zurückhaltung übst, dann würde ich unterschreiben. Versprochen. Ich will nur trainieren. Mann, so eine Scheiße! Ich dreh gleich durch. Ich kann nur noch daran denken, dass ich Olivia endgültig an Dean verloren habe. Was ist los? Hast du wehgetan? Wieder der Rücken? Nee, ich hab nur Kaffee verschüttet. Okay, Kaffee verschüttet. Ist doch nicht schlimm. Das ist eine scheiße Fuck und so. Also so eine. Ne? Sind böse Worte, die sollte man nicht so oft gebrauchen. Was willst du jetzt von mir, André? Ich möchte wissen, was los ist. Nichts! Warum Kaffee verschüttet, mehr nicht! Mhm? Ja. Ist es wegen Olivia und Dean? Okay, 100 Punkte. Winner. Miguel, hör auf mit diesem Hass auf Dean. Das ist total unbegründet. Deine Schwester liebt ihn und die lieben sich, die gehören zusammen, weißt du. Die tun sich einander gut und du grätschst da mal zwischen. Guck mal, das macht doch gar keinen Sinn. Freu dich für deine Schwester. Ja? Ich soll mich für sie freuen. Genau. Guck mal, Dean hat ihr sogar das Leben gerettet. Also, der tut ihr gut, wirklich. Ja, er hat ihr das Leben gerettet. Aber... Mann, fuck, ich hab noch Gefühle für sie, okay? Das ist mein Scheißproblem. Ich liebe sie einfach noch. Und vielleicht nicht so, wie ich es als Bruder sollte. Ja, und jetzt siehst du mich genauso an wie die anderen. Als ob ich nicht normal wäre. Aber was kann ich dafür, wenn ich Gefühle für sie habe? Das habe ich mir noch nicht ausgesucht. Ich hab dich nur so angeschaut, weil du mich belogen hast. Schuhe hast du an? Komm mit, wir gehen raus. Was? Ja, damit wir auf andere Gedanken kommen. So ein bisschen frische Luft für frische Gedanken. Komm mit, los. Keine Widerrede. Avanti, andiamo, oder wie man das bei euch sagt. Ja, komm. Scheiße, warum habe ich André das gerade erzählt? Warum kann ich nicht einfach meine Schnauze halten? Aber irgendwie tat es gerade auch echt ganz gut, das endlich loszuwerden. Ich meinen verwirrten Eindruck? Ja, mach ich. Weil ich hab grad, ich hab ja verstanden, er will wieder anfangen, nachdem er gerade gekündigt hat. Ja, okay, aber was ist denn jetzt? Möchtest du ihn als Hausmeister zurückhaben oder nicht? Da muss ich mir jetzt mal ganz in Ruhe überlegen. Gut, mit Überlegen bin ich gerade fertig geworden. Ja, sicher. Ach so, schön. Ja, sicher. Weißt du, wie sicher? Mal, ich bin, wenn einer stark behaart ist, dann bin nicht nur ich das, sondern der Abfluss, der ist stark behaart. Der Einzige, der Abfluss eine anständige Frisur heben kann, nämlich unbehaart ist er, verstehst du? Deswegen muss ich ihn ja einstellen. Super. Weil ihr alle... Okay, dann geh ich mal meinen Kurs geben, ja? Dick, aber nächstes Mal, weißt du, einfach mal wegen der Aufregung. Brauch ich ja nicht, meine Fresse. Olivia. Danke, Esma. Hat sich Miguel inzwischen noch gemeldet? Nein, das hat er nicht. Oh, das ist komisch. Ich weiß nicht, das macht mir irgendwie Sorgen. Nicht, dass der irgendeinen Schwachsinn plant, weißt du? Seit dem Tag, als ich Olivia das erste Mal gesehen habe, geht sie mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Mann, und damals wusste ich ja noch nicht mal, dass sie meine Schwester ist. Aber das habe ich dir ja schon erzählt. Ja. Wie auch immer, Mann, ich krieg sie da einfach nicht mehr raus. Und Dean, Mann, der ist einfach nicht genug für sie. Alle denken immer, ich sag das, weil ich sie beschützen will oder so. Aber eigentlich meine ich das genauso. Mann, ich bin der Richtige für sie. Wir verstehen uns einfach blind. Wir haben den gleichen Humor. Wir machen die gleichen Dummheiten. Wir sind einfach eins zu eins gleich. Und jetzt ist sie wieder mit diesem Idioten zusammen. Und hat mir auch noch dieses Ultimatum gestellt. Wenn ich es nicht annehme, dann verliere ich sie. Und wenn ich es annehme, habe ich sie praktisch auch schon verloren. Ultimatum heißt? Entweder akzeptiere ich es, oder ich soll mich verpissen. Dean, was soll er denn bitte planen? Er ist jetzt kein kriminelles Genie, was sich die Zeit nimmt, irgendwelche Intrigen auszudenken. Und selbst wenn, das kann uns doch komplett egal sein. Was wichtig ist, sind wir beide. Und darauf will ich mich konzentrieren, okay? Aber wenn ich so darüber nachdenke, mich macht das schon irgendwie traurig. Weil anscheinend
Du musst dir vorstellen, wenn er sich bis jetzt noch nicht bei uns gemeldet hat oder bei mir, dann wird er sich auch nicht mehr melden. Vielleicht ist er gerade dabei, seine Sachen zu packen und Berlin zu verlassen. Und was mich noch mehr traurig macht, ist, dass er einfach dich nicht akzeptieren will. Und er ist die einzige Familie, die ich habe oder hatte. So. Ja. Hey. Ist alles gut, okay? Ja? Ich bin noch da. Ja, dann würde ich doch sagen, du akzeptierst es, dass sie mit Dean zusammen ist. Außer du willst deine Schwester komplett verlieren. Guck mal, Mann, was die beiden haben, ja? Das ist Liebe. Da darfst du nicht irgendwie dazwischen grätschen und das Ganze kaputt machen. Und außerdem, wenn du mal ehrlich zu dir selbst bist, dann wusstest du doch von Anfang an, dass diese Hoffnung, die du da hast, vollkommen für die Katze ist. Ich meine, deine Schwester, die wird niemals so für dich empfinden, wie du das jetzt gerade für sie tust oder getan hast. Und ich rate dir auch, dir das Ganze einfach aus dem Kopf zu schlagen. Sonst gehst du selbst noch daran kaputt. Ich bin doch schon dabei, völlig daran kaputt zu gehen. Aber André hat recht. Ich habe keine Chance, bei Olivia zu landen. Hätte ich auch nie gehabt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? So, unterschrieben, ausgefüllt. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist deine Unterschrift. Pete, unterschreib doch einfach diesen Probevertrag. Was ist denn los? Ich will nur trainieren, mehr nicht. Mann, kannst du auf zahlende Kunden verzichten? Du willst mich mit 30 Euro im Monat gerade beeindrucken. Hast du richtig? Das ist dein Ernst. Pass auf, geht's auch darum, wenn du hier mit deinen karibischen Zeigefinger bist du bei mir mit mir und bei meinen Angestellten noch auf die Ananas drückst. Verstehst du? Es gibt Unruhe. Das möchte ich nicht. Dann müsste dir leider der portugiesische Hauptherr auf Mecklenburg zurückstoßen. Verstehst du? Wenn du mir versprichst, dass du da ein bisschen Zurückhaltung übst, dann würde ich unterschreiben. Versprochen. Ich will nur trainieren. Es ist ja so. Gut. Und jetzt zieh mir links. Ja, macht ja keinen Sinn. Ne? Mhm. Danke. Hey, was machst du hier? Ich wollte mal ein bisschen trainieren. Okay. Na gut. Ich habe noch mal drüber nachgedacht, was du gestern gesagt hast. Und ich akzeptiere es. Echt jetzt? Ich akzeptiere es, dass du jetzt mit dir zusammen bist, ja? Mann, ich habe einfach keine Lust, länger zu streiten und es ist mir einfach nicht wert, dich zu verlieren, okay? Das freut mich. Ich will dich jetzt auch gar nicht länger aufhalten. Ich gehe mich umziehen und trainieren. Okay, mach das. Also, bis dann. Hey, was machst du hier? Hey. Okay, pass auf. Wir zwei sind bestimmt nicht die besten Freunde, ja? Und ich weiß nicht, ob wir das jemals werden. Aber ich bin dir wirklich dankbar, dass du eine Hochzeit ihr Leben gerettet hast. Ich habe keine Lust, länger zu streiten. Und ich hoffe, wir beide kriegen das irgendwie zusammen. Okay? Ja. Danke nochmal. Gern geschehen. Ich gehe da mal. Mich umziehen. Okay, das war jetzt gerade echt hart. Und es fällt mir echt schwer, Dean und erst recht Olivias Ultimatum zu akzeptieren. Aber was hatte ich für eine andere Chance? Ich habe einfach keine Lust, Olivia zu verlieren. Ich pass mich nicht an, ich brauche kein Sozial. Laura, da ist jemand am Pumpen. Pumpen ist sehr gut, um den Kopf frei zu kriegen, weißt du? Sieht man auch an mir. Kopf ist frei, Kopf ist leer. Aber Flachwitze kommen immer gut. Pete ist nicht da, ja? Ist er nicht. Habe ich davon gesagt. Nicht, dass der mich hier sieht, weil ich will keinen Beitrag zahlen hier bei diesem Drecksschuppen. Okay. So, ist das dein Gewicht oder soll noch ein bisschen was drauf? Nee, ich habe gerade nur eine kurze Aufwärmung gemacht. Klar. Ja. Noch mit drauf. Hey. Wenn ihr Handtücher zieht oder sowas, sagt's mir einfach, okay? Ja. Bin ich froh, dass ich keine Handtücher hier mehr aufsammeln muss. Na los. Dean, wollen wir gleich was essen gehen? Wie wär's, wenn wir uns einfach nachher was bestellen? Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit für uns, verstehst du? Mhm. Ja. Mhm. Okay, let's go. Hey. Ja. Genau, ja. Komm runter, ruhig dich. Sag mal, ist nichts von dem, was ich dir heute gesagt habe, bei dir rum angekommen? Guck mal, ich habe einen Plan B für dich, ja? Weil ich kann nämlich nicht zusehen, wie du an dieser Liebesduselei mit deiner Schwester kaputt gehst.
Wir trainieren jetzt ordentlich, ja, pumpen. Dann gehen wir duschen und zwar eiskalt. Und dann machst du den Rest des Abends das, was ich dir sage. So, Handtuch hinlegen und weiter trainieren. Komm, komm, hopp. Keine Widerrede. Auf ihn. Sehr gut. Ja. Hm, kannst du laut sagen. Zum Glück war André gerade da. Wer weiß, was ich sonst wieder für eine Scheiße gebaut hätte. Du brauchst mir wirklich nur ein Getränk. Ja, ich kann nicht mehr. Yo, was geht? Yo, Patrice, was geht? Jo. Du hier hinter der Bar, ja? Ja, ah, klar. Jetzt hier. Ja, auf jeden Fall. Ich bin Mädchen für alles. Ne? Reparatur, Lieferung und jetzt hinter der Theke. Nicht schlecht. Was bringt euch hierher? André, ich will unbedingt heute einen trinken. Ja. Was darf es sein? Was ist ein Stück Kuchen übrig aus dem Café? Ja, leider nicht. Ach, schade. Longdrinks, Cocktails machst du? Ja, Longdrinks. Ich zauber dir was. Alles klar. Drei Moskau Mule, bitte. Komm, du sofort. Warte mal. Drei? Mit den Einladungen oder? Ey. Was hast du vor? Ich bin nur am Arbeiten. Also, ich trinke nicht. So. Es kommt noch jemand. Okay. Ich habe ein böses Déjà-vu. Warum? Sag mir nicht, dass du jetzt wieder vorhast, mich mit irgendeiner Eulen zu verkoppeln, damit ich mir Olivia aus dem Kopf schlage. Hab ich ja schon mal probiert. Hat das geklappt eigentlich? Okay, ich muss zugeben, es hätte das letzte Mal echt gut geklappt. Die Kleine war echt süß. Und wir hatten echt ganz schön viel Spaß miteinander. Naja, bis dann Olivia in der Regie aufgetaucht ist. Und dann war die auch noch so komisch zu mir. Ich hatte irgendwie das Gefühl, als wäre sie eifersüchtig, aber ja, da habe ich mich wohl getäuscht. Aber wenn sie nicht gekommen wäre, dann hätte es eigentlich echt gut funktioniert, muss ich ehrlich zugeben. Also hat meine Masche doch funktioniert. Ja. Deswegen, die beste Ablenkung sind einfach andere Frauen, weißt du? Um deinen Kopf frei zu bekommen, ist es die beste Lösung. Zum Stichwort Kopf frei kriegen, hier ja. Eure Drinks. Danke. Du brauchst einfach mal Urlaub da oben. Ja, ich glaube, du hast recht. Ja. Na, wer ist die Kleine? Also. Pass auf, das ist. Hey, André. Hey. Das ist Jessie, das ist Miguel. Hi, freut mich. Ich hab schon total viel von dir gehört von André. Ein bisschen erzählt über mich. Ja, ich hoffe, er hat nur Gutes erzählt über mich. Auf jeden Fall. Ich habe gehört, du hast mal in Brasilien gewohnt. Ja, also ich bin dort aufgewachsen. Echt? Ja. Boah, ich finde das total interessant. Also okay, wenn André unbedingt will, dann versuche ich es eben nochmal. Ich hoffe aber wirklich, dass es dieses Mal funktioniert und ich Olli endlich aus meinem Kopf bekomme. Okay, also dass du dich nicht... Also du kannst dich auf jeden Fall besser bewegen, als du vorhin gesagt hast. Naja, ein bisschen was muss man ja in der Rückhand haben. Wollen wir vielleicht irgendwas trinken? Ich habe irgendwie voll Durst. So, also habt ihr irgendwas da? Gerne. Ich glaube, wir haben noch Wein da. Ja. Okay, cool. Wein ist cool. Oder habt ihr vielleicht auch Sekt? Irgendwie? Ich hätte jetzt voll Bock auf Sekt, glaube ich. Ich glaube, wir haben noch Shampoos da. Ich schaue schon perfekt. Nach. Habe ich gerade ein Déjà-vu? Steht Olivia gerade ernsthaft vor mir, nachdem ich mit einer anderen Sex hatte? Das ist ja schon fast witzig. Hallo. Hey. Hi. Na, alles gut? Ja, bei dir? Wie war euer Abend? Oh, das war so witzig, wenn du wüsstest, was alles passiert. Ich glaube, irgendwie Wasser wäre vielleicht noch besser. So. Also, Hey, ich bin Jessie und ich denke mal, ihr wohnt dann auch hier. Ja. Richtig. Ich bringe uns Wasser. Okay, perfekt. Okay. Ich gehe dann mal wieder. Das dann wohl nicht. Naja, du bist anscheinend auch sehr gut beschäftigt gewesen bisher. Ja, bin ich. Darf ich dir was sagen? Was denn? Mega guter Fang. Hast du sehr schön gemacht. Danke. Bitteschön. Also ich würde dir jetzt echt gerne mit euch ewig lang quatschen. Geh. Ja, ich habe was zu tun. Du bist beschäftigt. Euch noch, ja? Klar war das krass, Olivia und Dean gerade wieder zusammen zu sehen. Aber irgendwie war es gar nicht so schlimm wie heute Mittag.
Und vielleicht schaffe ich es ja doch noch, mir Olivia aus dem Kopf zu schlagen. Und wenn das eben nur mit ganz viel Sex funktioniert, dann ist das eben so. Gibt Schlimmeres. Guck doch mal, wie groß das ist, Alter. Als ob ich so ein Ding aus mir rauspresse. Kannst du knicken, Alter? Ich will damit nichts zu tun haben. Wickel jetzt den Knie. Ach, ehrlich, du bleibst hier? Ey, mega. Dann gehen wir heute Abend was trinken. Hi, Schatz. Und wie soll ich Jannas denn jetzt bitte beibringen, dass ich jetzt nicht nach Freiburg zurückkomme, sondern noch in Berlin bleibe? Entweder bläst du die Hochzeit ab oder ich zeig dich an. Ich trau Patrice einfach nicht. Deshalb muss ich diese Hochzeit verhindern.